Die Frage, die sich mir noch stellt, ist, schaffen wir es vielleicht irgendwann, dass der aktuelle Preis für eine Ladesäule auch damit dran steht? Das wäre doch mal eine coole Sache. So könnte ich von Weitem schon sehen, was kostet denn der Strom dort? Ich muss mich nicht immer erst hinstellen, einparken, gucken, irgendwie eine App öffnen oder. Das wäre wirklich wünschenswert. Herzlich willkommen zum neuen Video der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg. Mein Name ist Steve und ich melde mich heute von einem etwas ungewöhnlichen Ort, denn ich bin hier auf dem Hof einer Star-Tankstelle. Warum einer Star-Tankstelle? Lange Rede, kurzer Sinn. Star hat eine Pressemitteilung rausgegeben, dass sie jetzt auch in dem E-Mobility-Markt einsteigen wollen und groß werden wollen. Und in diesem Zusammenhang haben sie bereits ihre erste Schnellladesäule eröffnet. Wie es der Zufall will, in Berlin Adlershof. Eine zweite soll demnächst noch folgen an der B1 in Vogelsdorf, ebenfalls im Osten von Berlin. Und ich habe mir mal gedacht, da mache ich mich mal auf den Weg dahin, gucke mir die mal an. Hab einfach mal Probe geladen, denn aktuell noch bis unbestimmte Zeit, ich konnte in der Pressemitteilung leider nichts finden, auf jeden Fall sind die noch kostenlos in der Einführungsphase. Star oder die Firma, die dahinter steckt, Orlen, plant dann später eine Kooperation mit verschiedenen Anbietern, dass es über deren Apps abgerechnet werden kann, aber es soll natürlich auch Direct Payment via Kreditkarte oder PayPal möglich sein. So dass man barrierefrei an diesen Ladesäulen laden kann. Das Besondere an Star oder Orlen dahinter ist, den ein oder anderen Tesla-Fahrer sind sie vielleicht schon bekannt, denn sie kooperieren sehr lange schon mit Tesla als Standort für die Tesla Supercharger. Und in diesem Zusammenhang hat man sicherlich einiges gelernt, worauf es ankommt. Man hat sicherlich einiges gelernt, von den Elektromobilisten, was diese sich denn gerne wünschen und was so ein Standort für sie mitbringen muss. Und in diesem Zusammenhang mit der Neueröffnung des dieser Schnellladesäule hier hat Star ganz klar gesagt, okay, wir weihen hiermit auch die Tankstelle der nächsten Generation ein. Jetzt ist es natürlich keine Tankstelle, die einen irgendwie komplett von den Socken haut und die irgendwie im Neonlicht erstrahlt, sondern es sind eigentlich die Kleinigkeiten, die tatsächlich wirklich interessant und sehenswert sind. Ich blende es hier mal ein, denn gegenüber der Ladesäule gibt es zum Beispiel so eine kleine Sitzgruppe, also einen Tisch mit zwei Bänken und einen Mülleimer daneben. Da fängt es an zum Beispiel, ne? Also ich kann dort laden, ich muss mich jetzt aber nicht unbedingt in den Shop hineinbegeben, sondern ich kann hier draußen zum Beispiel sitzen, habe einen Mülleimer in direkter Nähe zur Ladestation und das ist ja schon mal heutzutage leider immer noch eine Seltenheit. Und in dem Tankstellengebäude, das blende ich auch mal ein, gibt es eine kleine Lounge. Das ist jetzt sicherlich nicht vergleichbar mit einer Lounge in irgendeinem Coffeeshop, aber es ist gemütlich, es lädt zum Verweilen ein, man kann dort in Ruhe sein Käffchen trinken, in der Zeitung lesen, während das Auto lädt. Das heißt also, Star hat sich wirklich Gedanken gemacht, was machen denn die Leute, die ihr Auto laden? Und selbst wenn sie in Zukunft eben nur 15 oder 15 Minuten laden, beispielsweise, ich kann ja mal die Umgebung hier zeigen, hier wird wahrscheinlich kaum jemand 30, 45 Minuten oder 60 Minuten verweilen, denn hier am Adlergestell, hier gibt es halt einfach nichts, außer diese Star-Tankstelle. Aber um mal kurz einen Zwischenstopp einzulegen, um mal kurz zwischenzuladen, 5 Minuten oder 10 Minuten, dafür eignet sich das allemal und dafür ist auch diese kleine Lounge wirklich gut. Das ist hier keine Werbeveranstaltung, wir bekommen kein Geld oder irgendwelche anderen Aufwendungen von Star oder Orlen, sondern wir wollten einfach nur mal zeigen, dass dieser Player am Benzin- und Erdgasmarkt nun auch in den Markt der Elektromobilität mit einsteigt und offensichtlich vom Start weg her schon so ein bisschen
die Kleinigkeiten erkannt hat, worauf es ankommt. Also auch einfach die Kleinigkeiten etwas anders umgesetzt hat als die typischen Player. Man hat hier nicht einfach nur eine Ladesäule hingestellt, sondern man hat sich wirklich Gedanken gemacht, was macht denn der Kunde, was macht denn der Elektromobilist, während das Auto lädt. Und man hat hier schon mal versucht, so ein bisschen drauf einzugehen. Soweit die Tankstelle, die Tankstelle in Vogelsdorf ebenso ausgestattet ist mit einem Schnelllader, werden wir uns diese anschauen. Wenn diese ähnlich ist, dann ist es okay. Wenn diese nochmal etwas extra Besonderes bietet irgendwie, dann werden wir darüber natürlich berichten. Unten in der Infobox werde ich mal die Pressemitteilung von Orlen verlinken. Und ich bitte euch doch gerne, schreibt uns in die Kommentare, was haltet ihr denn davon? Wie findet ihr das Konzept dieser Tankstelle? Natürlich soll das nicht eine Ladesäule beim Supermarkt ersetzen oder eine Wallbox zu Hause oder auch am Straßenrand. Aber es ist eine interessante Ergänzung, denn was haltet ihr davon? Mülleimer, Sitzgelegenheit, eine kleine Lounge, ein Käffchen. Ist es das, wo ihr sagt, ja, das macht Sinn? Wir freuen uns auf jeden Fall, dass die Ladeinfrastruktur gen Osten weiter ausgebaut wird. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn euch unsere Videos gefallen und wenn ihr mehr interessante Infos haben wollt als allererste, dann abonniert auch gerne den Kanal. Wenn ihr direkt eine Benachrichtigung bekommen wollt, klickt auch gerne die Glocke daneben. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen, freue mich über interessante Kommentare und bis zum nächsten Mal. Ciao! Ist mir warm. Ladevorgang starten. Drücken Sie die Taste. Was denn für eine Taste? Ah! Na, da muss erstmal drauf kommen, dass sich da unten eine Taste befindet. Aber cool.